Dieses Video zeigt die Darsteller privat. Möchten Sie die Illusion der Rollen für Ihr Kind aufrechterhalten, schauen Sie es bitte alleine weiter. Oh ja, Baby, so, okay, pass auf. Herzlich willkommen zu einem aufregenden neuen Vlog hier von der Schneekönigin. Da ist sie zufällig. Und wer hat sich denn hier gleich eine Garderobe mit Bett ausgesucht? Die Toni, weil die hat eine Gehirnerschütterung. Oh, du hast eine Gehirnerschütterung. Oh, aber toll. Hat einen Dachschaden. Ja, mal gucken, wie die Bühne aussieht. Oh, hinter dieser Bühne ist es wirklich mal wieder so richtig dunkel. Also richtig. Aber gut, dass ich Nachtsichtfunktion habe. Dann kann ich die Manu nämlich sehen. Auch im Dunkeln. Hey. Du suchst das Tape oder was? Natürlich ist Tape da. Wenn Elena nicht da ist, dann haben wir das Tape immer hier liegen. Das ist viel zu viel Tape. Alle anderen können gehen, ich bin jetzt da. Ah ja. Okay, das ist aber wirklich irgendwie süß. Krebsmodus aktiviert. Oh, ich glaube, hier zieht Wind durch. Hört ihr das? Es zieht. So, während wir jetzt hier Feierabend machen, müssen Fabi und Carina noch ihre Gummis auflesen, die sie da vorhin alle hingeschmissen haben. Tja. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wir mussten schon mal zurückfahren in ein Hotel, weil Manu ihr Handy vergessen hat. Ständig vergessen. Ich finde es immer. Und jetzt, sie ist in einer ganz anderen Garderobe. Ich habe sie nicht einmal in unserer Garderobe gesehen. Was ist das? Wie? Wieso ist hier schon wieder ihr Handy? Ich weiß nicht, wem dieses Handy gehört. Ist es nicht deins? Nein, da ist leider kein Personalausweis mehr drin. Deswegen. Okay, ja gut. Das gehört nicht mir, aber ich finde sie, wegen dem es gehört. Ja, ja, nee, ist gut. Ich lasse es einfach hier, wo ich es gelassen, wo ich es gefunden habe. Lass es lieber da. Genau. Das ist eine gute Idee. Weil ich nehme es einfach mit. Nee, nee. Doch, ich nehme es einfach mit. Wie macht die Frau das? Das Hotel ist sehr, sehr schön und es hat sogar einen Pool. Da vergnügen sich jetzt natürlich die anderen. Manu und Tante Jutta wollen natürlich Bachelor oder irgendwie sowas gucken. Und, aber ich sehe diese Stadt und ich denke, boah, ich muss raus, ey. Ich muss mir das angucken. Guck mal, allein Schnitzerturm. Boah, kann man hier geile Filme drehen. Hier so richtig mit Burggraben. Boah, wie schön ist das bitte? Hallo, ich sehe jemand zu Hause. Also Nürnberg mag ich. Nürnberg. Ist da jemand? Jutta, hast du auch das Gefühl, dass da jemand steht? Nein. Also wird das nie was mit Schwanensee. Ich hab mir Glück geholt. Du hast dir Glück geholt. Jutta, nicht zweimal Glück für dich. So, wir sind in Passau und diesmal nicht in einem Theater, aber dafür hier in dieser wunderschönen Halle. Wir haben keine Aufgänge. Das heißt, man sieht uns quasi ab da, wie wir auf die Bühne gehen. Und ich freue mich schon, Manu es sagen zu können, dass sie die ganze Zeit hinter dem Berg bleiben muss. Als Schneekönig. Ja. Schon während des Einlasses. Was? Hoffentlich hat sie was zu lesen dabei. Ja. So, schön, dass ihr da seid. Kommt mal rein. Ich erkläre euch mal ein bisschen die Bühnensituation. Ja. Kommt mal rein. Also, hier ist unser Aufgang. So, die Schneekönigin muss schon beim Einlass hinter ihrem Berg stehen, weil es gibt keine Möglichkeit. Scheiße. Ich meine, Scheibenkleister. Und du musst dann das ganze Stück hinter deinem Berg stehen. Toll. Ich werde mir ein interessantes Buch mitnehmen. Ja. Nein. Das gehört auch zum Theater dazu. Jetzt müssen wir improvisieren. Jutta, zeig mal, wo ist denn das Klo überhaupt? Das ist unsere Garderobe hier. Das ist die Open-Toilette. Bitte. Ja, viel Spaß, Manu. Wir werden alles hören. Hört euch ein Lied. Aber wir sind die Mädels gerade. Sag mal alle ganz ruhig. Ich hab die Dusche angemacht. Ja. Die Dusche. Ja, als ob das die Dusche ist. Wir wissen alle, was das ist, Manu. Das macht's nicht besser. Nein, ich bin gerade. Ja, das hören wir. Nein, das hören wir nicht. Doch. Nein.
Ob wir die Dusche hören oder dein eigentliches Pinkeln, das ist ungefähr dasselbe Geräusch. Nein! Babette und ich, wir sind heute Partnerlook. Ja! Was? Ja, wir kommen einfach alle klar, wir zählen einfach alle durch. Bisher war es ja immer so, dass man mich im Off nur die Stufen runterstürzt. Und dann hat dass ich jemand, da waren Stufen. Aber heute muss ich es wirklich real life spielen. Heute wird man mich sehen, wie ich die Stufen runterfalle. Ja, Knie, no business like show business. Ja, the show must go on. So, Manu muss sich diesmal schon von Anfang an hinter den Berg begeben. Wenn ich in der Pause aufs Klo muss, ne, dann muss ich irgendjemand bringen. Du kannst nicht... Soll ich den Eimer hier hinstellen? Nein, du kannst mich mit meinem Mantel so geleiten zu deiner Robe. Lass einfach laufen, sind doch keiner. Wir sind ja auch hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Babette hat Bock. Und hier ist unsere Bock Babette. Hey! Yeah, oh, ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Aber let's see those puzzles that you warmed up today. We're gonna start. Oh Gott, dieser Moment, wenn man neben einer Eishalle auftritt und einem eine Eishockeymaske anstarrt. Am krassesten wäre, wenn sie plötzlich hier vorne im Fenster auftreten. Heute sind wir wieder in München, im Gasthalt hier, Karl Offsal. Kennt ihr den noch? Nein, dann guck mal hier, Zauberschloss. Leckes Lauf. Super Schneekönigin. Geil. Ich hab schon längst, ja. Das ist ziemlich geil. Also wenn eine Person immer fit und gut gelaunt ist, dann ist das die Babette. Hey! Wow! Habt ihr das gehört? Was hast du gemacht? So, jetzt bin ich nicht mehr so gut. Ich muss heute umdisponieren. Ich habe meinen Lockenstab vergessen. Nein! Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Hier sehen Sie, wie Fabi in der Pause seine Witze für den zweiten Akt raussucht. Alles für die Rolle. Er muss einen guten finden, einen wirklich guten. Wird er es schaffen? Keinen Druck auf. Na, lies mal einen vor. Was sagt ein Gen, wenn es auf ein anderes trifft? Hallo Gen? Ja! Ich bin drauf gekommen. Guck mal, was wir heute für Hotelzimmer haben, für Gästehauszimmer. Wir sind in Augsburg angekommen. Leider keine Zeit für einen Besuch bei der Puppenkiste. Leider wollte ich keine, aber dafür haben wir... Das ist unsere Garderobe. Das ist mein neues Wohnzimmer. Das habe ich hier selber eingerichtet. Hier, ich habe mir ein tolles Bild von meinem Eiffelturm in Paris. Ah, und davon. Habe ich mir da hingehängt und dann habe ich mir diese wunderbare Audrey. Hier hin. Ja, Audrey und habe ich natürlich nebeneinander gehängt, weil die passen so gut zusammen, dachte ich mir. Sag nochmal James Dean. Aussprache hatte, ich habe es immer noch nicht verstanden. Andreas war aber ganz schön lang. Oh, wie schön das da oben jetzt mit dem Licht aussieht, ne? Ja, ich habe doch auch gerade gesagt, man wurde hier Drogenkonsum unterstellt. Was? Bist du denn für solch einen Weg nicht noch viel zu schwach? Nein, ich bin mutig und stark. Kein kleines Mädchen mehr. Okay, dann geh. Okay. Was möchtest du? Jetzt noch was zum Song. Tante Jutta's Song. So, es ist passiert, ich bin in eine schwarze Wand gelaufen, weil ich gedacht habe, es ist ein Vorhang. Jutta hat gesagt, es ist ja auch passiert. Ja. Okay, bin ich ja nicht alleine. So, was denn? Es ist schon eins nach. Okay, wir sind seit einer Minute sind wir auf der Bühne. Damit man das mal sieht, wie wir vor einem Stück bestimmt sind, dass wir bereit sind. So geht das. Ja, wir werden bereit. Die Gaukler sind bereit. Roger, Dave. Ihr seid bereit? Ja. Ja. Ja, wir sind bereit. Bereit. Dave. Roger. So ungefähr geht es langsam immer. Der Gnichel hat jetzt einfach seine Kamera hinter der Bühne vergessen. Und ich, die liebe Johanna... Bring sie ihm hinterher, ne? Also, und da ist er. Ich frage mich die ganze Zeit, ist es eigentlich schwer, die Schau- und die Schneekönigin zu spielen? Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Ja, also, wenn du mich jetzt so fragst, ich weiß gar nicht, ich habe ja eine lange Schauspielausbildung absolviert und da wurde ich auf jeden Fall darauf vorbereitet und dennoch war es aber eine
große Herausforderung für mich. Sag mal, Toni, was ich mich die ganze Zeit frage. Arschloch. Das ist die Gerda privat. Ach so, was ich auch schon immer mal fragen wollte, kannst du mir vielleicht mal deine Handynummer mit aufs Plakat schreiben? Ich wollte nur sagen, wenn du uns nicht ernst nimmst, ja, dann können wir dich auch nicht ernst nehmen. Ich kann dich mal gerne ernst nehmen. Wir sind hier gerade in Greiz angekommen und ich muss sagen, Greiz ist geil. Ich glaub's gut. Hallo, Hä? Ich mach mich tot. Das sind mehrere, was? Das sind mehrere drin. Ihr hättet alle gehen können. Teppich. Oh, krass. Das ist meine Herausforderung. Teppich ist wirklich meine Herausforderung für die Tanzaktionen. So, Leute, wir haben Teppich. Ist gut beim Schlafen. Es gibt schöne Autos gibt es das. Oh, schöne Schürfwunden gibt das, ja. Teppich. Charleston kann ich knicken. Aber das wird auch mit Tante passen. Ja, das meine ich doch. Dave, wir wären soweit für Soundcheck. Dave! Hey! Wir müssen nur mal testen, ob Andreas getrunken hat. Anscheinend hat er es. Wir geben ihr hinterher noch Autogramme und beste Antwort war heute, als Toni fragte, wie heißt du? Und sie sagte Fiona. Mit I oder Y? Mit F. Das war wieder ein neuer Vlog und schaltet doch wieder rein zum nächsten Vlog. Kommt vor allen Dingen mal live vorbei. Ihr seht alles, was ihr so anklicken könnt an den letzten Vlogs, die hier unten und ansonsten unten in der Videobeschreibung auch hier, ne? Und auf www.schneekönigin-musical.de. Um mich rum wird überall abgebaut. Abba-Party! Yeah!